Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist ein traumhafter Tag. Ich bin wieder negativ, nur noch ein Strich. Mit anderen Worten, bin ich wieder frei und kann dementsprechend auch bald wieder andere Videos als die Bestellvideos von hier zu Hause drehen. Die Idee vom heutigen Video kam von einem von euch. Und zwar werde ich heute die am wenigsten bestellten Menüpunkte bei Restaurants bestellen. Das hat einen ganz bestimmten Hintergrund, weil dadurch findet man entweder nicht so gute Sachen oder aber vielleicht so ein paar versteckte Diamanten, so Hidden Gems, die einfach gut schmecken, die aber vielleicht ein bisschen abschreckend sind oder ein bisschen zu exotisch sind. Und genau das finden wir heute heraus. Lohnt es sich, genau diese Sachen zu bestellen? Wir machen es jetzt. Freddy Schilling kennt ihr vielleicht, hatte ich schon mal in einem Video. Allerdings haben die eine ziemliche Vielfalt. Ihr seht jetzt hier schon mal eine kleine Übersicht. Gibt wirklich viele, viele verschiedene Burger. Ich werde jetzt einfach mal fragen, welcher der ist, der am wenigsten bestellt wird und ihn bestellen. Ich bin gespannt, ich kenne da schon einige Burger. Freddy Schilling. Hi, hier Max, kurze Frage. Ich drehe ein YouTube-Video und möchte gerne den Artikel bestellen, der bei euch am wenigsten bestellt wird. Okay, lass mich mal kurz überlegen. Also wird ja ein Burger sein, logischerweise. Also vielleicht noch eine Beilage dann dazu. Am wenigsten geht zurzeit eigentlich der Bäckerhuna, das ist ein Ananasburger, der wird relativ wenig zurzeit verkauft. Und als Beilage Crispy Nuggets empfehlen. Okay, top. Also Big Kahuna, Crispy Nuggets. Richtig. Super, dann vielen Dank und ich bestelle jetzt. Dankeschön. Ciao. Ciao, ciao. Okay, top. Also, Chris, ich kenne den Burgerladen ja, ne? Ich habe da schon bestellt. Ich habe, glaube ich, auch damals in dem Video gesagt, dass ich da sehr gerne bestelle. Deshalb, diesen Ananas-Burger habe ich noch nie bestellt, weil Ananas auf einer Pizza ist ja schon so ein Streitthema. Aber Ananas auf einem Burger, kann das wirklich geil sein? Ich bin sehr gespannt. Und diese Crispy Nuggets, ich habe die noch nie bestellen können. Aber geil. Und unsere zweite Anlaufstelle ist Bonjour Saigon. Wir werden dort jetzt einmal gucken, was es so überhaupt gibt. Also Vorspeisen, relativ klassisch so Spring Rolls. Frühlingsrollen werden es offensichtlich nicht sein. Aber Fresh Veggie Rolls, das ist relativ ähnlich zu dem, was ich hatte vor zwei Videos. Deshalb hoffe ich, dass die auch relativ gut bestellt werden. Auf jeden Fall Reisgerichte, Hauptgerichte, Nudelsuppen, Nachtisch. Wir rufen einfach mal an. Hallo, hier Max. Kurze Frage. Ich würde gerne die Speise bestellen, die bei euch am wenigsten bestellt wird. Welche ist das? Am wenigsten bestellt wird? Genau. Die nicht so gut läuft. So einfach aus dem Bauchgefühl heraus. Es muss nicht genau die sein, sondern einfach eine, wo man so sagt, okay, die bestellen nicht so viele Kunden. V5, Fresh Fish Rolls, okay. Und ja. Noch irgendein Hauptgericht dazu? Ja, aber darf ich fragen, wieso möchten Sie das? Ich erstelle das Ganze für ein YouTube-Video. Also ich rufe bei Restaurants an und ich sage, was ist das, was am wenigsten bestellt wird, so aus Interesse, um herauszufinden, ob die Sachen zu Unrecht so wenig bestellt werden. Ach so. Genau. Fisch von Curry. Okay, cool. Fisch von Curry Top. Herzlichen Dank. Ja, also. Dankeschön, ciao, ciao. Es war eine schwere Geburt. Wir mussten wirklich bei einigen Restaurants anrufen, bis wir es geschafft haben. Aber Fresh Fish Rolls und Fisch von Curry Topf kann ich mir überhaupt nichts drunter vorstellen. Ich bin gespannt, was ankommen wird. Die zweite Bestellung ist als erstes angekommen. Fisch von Curry Topf, Fresh Fish Rolls, Dip dazu und Reis. Es sieht super nice aus, finde ich. Also hier schönes frisches Gemüse. Bei diesen Fresh Fish Rolls weiß ich nicht genau, was ich erwarten darf. Ich glaube so Fresh Fish heißt frischer Fisch, also roher Fisch. Nee? Ich glaube nicht, dass der sehr roh ist. Kannst du mir eigentlich auch nicht so gut vorstellen. Der Fisch hier drin ist das Barschfilet. Und eigentlich kommt dazu so ein Tamarindendip. Wir haben jetzt irgendwie so ein Essig bekommen. Ich gehe einfach mal rein. Und Fresh Fish Rolls. Ist das ja jetzt eine Überraschung? Ich bin gespannt. Sehr chewy das Ganze. Damit das nochmal ein bisschen Soße aufnehmen kann, gehe ich jetzt nochmal rein. Also, direkt erstes Feedback. Fresh ist es wirklich, also es schmeckt auch frisch, so, ne? Würde ich es nochmal bestellen? Wahrscheinlich nicht. Einfach weil es macht irgendwie nicht so krass gut, außer gesund zu sein. Also man kann es auf jeden Fall trotzdem essen, weil ich würde niemals eine andere Vorspeise dafür eintauschen. Ich würde dem wahrscheinlich so eine 6 von 10 geben. Auch hier haben wir wieder Barschfilet. Hier haben wir auch, also wirklich stolze Stücke vom Barsch quasi. Gut durchgegart, ich probiere direkt mal. Hier gefällt er mir direkt schon viel besser. Also ich kann erstmal verstehen, dass weniger Leute Fisch bestellen, weil Fisch ist immer so ein kleines Risiko. Man hat immer so ein kleines, mulmiges Gefühl und bestellt Fisch eigentlich nur in Restaurants, wo man weiß, okay, da ist alles super fresh. So, weil Fisch hat halt die größte Gefahr für sowas wie eine Lebensmittelvergiftung oder so. Dieser Barsch hier jetzt aber ist super juicy durch die Soße außenrum und schmeckt auch wirklich sehr, sehr gut. Die Currysoße ist auch nice. Vom Geschmack her für mich ein absolutes Sommergericht. Es ist aber trotzdem, muss ich auch sagen, keine krasse Erleuchtung für mich. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, boah krass. Auch hier würde ich wahrscheinlich selbst andere Sachen bevorzugen. Also ich hatte da jetzt nicht die krasse Überraschung, finde das aber sehr, sehr gut.
Dem würde ich so eine solide 7,5 von 10 geben, glaube ich. Und unsere zweite Bestellung ist da. Ich muss ehrlich sagen, darauf bin ich ganz besonders gespannt. Wir haben hier unseren Big Kahuna Ananas Burger. Und hier haben wir unsere Crispy Chicken Bites. Schauen wir mal rein. Puh. Okay, Crispy scheint kein Understatement zu sein. Also das sind erstmal wirklich jede Menge. 10 Stück sind das. Das sind unsere Soßen dazu. Ich habe so eine scharfe Soße dazu bestellt. Einfach kurzer Prozess. Crispy Nuggets in die scharfe Soße und... Mhm. Also, die scharfe Soße ist wirklich scharf. Mein Mund brennt. Ihr habt gehört, Crispy ist kein Understatement. Ihr habt gehört, die sind wirklich crispy. Die heißen nicht nur so. Und das, obwohl auf dem Trip von der Bestellung davor noch andere Personen abgearbeitet wurden. Also, die sind durch ganz Köln erstmal gefahren, sind immer noch crispy. Das ist krass. Wenn man aber mal genau schaut, sieht man, dass die ein bisschen trocken sind. Also, die sind leider nicht so super saftig innen drin. Fehlt auch nur mein eines Stück. Ich guck nochmal ein anderes. Hinter der Kamera schon eine Bock auf Crispy-Zeug, glaube ich. Mhm. Gucken hier nochmal rein. Leute, übrigens, eine Kamera ist richtig schwer. Das ist echt ein anstrengender Job. Nochmal ein anderes Stück. Also du weißt jetzt, was Eric sonst immer erleiden muss. Mhm. Das ist ein bisschen weniger trocken. Es ist jetzt auch nicht schlecht. 8 von 10 aus dem Bauch heraus, weil ultra knusprig, könnte saftiger sein, aber das Produkt an sich ist geil, weil es halt nicht so Standard ist. Warum wird das so wenig bestellt? Also ich selbst kann es nur damit beantworten, ich habe das ja noch nie gesehen. Entweder das ist relativ neu oder die Leute bestellen nicht als Beilage zum Burger Nuggets, was auch Sinn machen würde. Aber ich sage ehrlich, sehr, sehr geil. Werde ich wieder bestellen, weil ich kann mir vorstellen, dass sie auch saftiger noch ankommen könnten, dass ich vielleicht einen schlechten Tag erwischt habe. Und das hier, sowas ist der eigentliche Grund, weshalb ich dieses Video hier drehe. Ein Ananasburger. Schauen wir ihn uns gemeinsam an. Der Big Kahuna. Ich wäre wirklich abseits dieses Videos, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen, den zu bestellen. Er sieht, wie man es von Freddy Schilling kennt, wirklich sehr hübsch aus. Also wir haben hier selbstgemachten Buns, wir haben Süß-Sauer-Soße. Sehe ich das richtig? Oder das würde zu Ananas. Oder Sweet Chili, genau, ja. Rote Zwiebeln, schöner geschmolzener Käse, ein recht dickes Patty und ein Salat. Es ist eine interessante Angelegenheit auf jeden Fall. Und er sieht sehr hübsch aus. Ich rieche gerade daran. Es ist wirklich außergewöhnlich. Also ich weiß gar nicht, wie ich es so richtig beschreiben soll, aber ich gönne mir jetzt einfach ein bisschen und wir gucken, ob das funktioniert. Ananas auf dem Burger. Los geht's. Thumbnail. Alter, hä? Das Krasse ist, es ist eine Sweet Chili Soße und das schlägt so die Brücke. So, man beißt so rein, man kriegt erst die Süße von dieser Sweet Chili Soße, dann knüpft daran die etwas weniger süße Ananas an. Aber es ist ganz eigenartig. Also nie im Leben wirklich hätte ich gedacht, dass das so schmecken würde. Irgendwie habe ich das Gefühl, dieser Burger sollte nicht existieren, aber trotzdem macht er vieles richtig. Es ist so, als durch diese Süße, die so komisch und so anders ist auf einem Burger, so als würdest du ein Dessert und einen Burger in einem essen. Aber trotzdem ist es irgendwie geil. Ich weiß auch nicht. Ihr seht es hier richtig, hier ist so eine eingelegte Ananas über das gesamte Patty, über den gesamten Burger verteilt. Und es ist dadurch wirklich was ganz, ganz anderes. Also ich verstehe 100%, warum das nicht so häufig bestellt wird. Das Ding ist, der ist halt perfekt ausgeführt. So, der ist anders als die Crispy Chicken Dinger, so da kann man was bemängeln. So. Aber der ist eigentlich perfekt. So, deshalb überlege ich zwischen 7,5 und 8. Ich würde ihn an einem Tag im Jahr, vielleicht auch im Sommer, weil das irgendwie auch sommerlich schmeckt, würde ich ihn wieder bestellen. Und ich finde ihn auch lecker. Schwer einen Deckel drauf zu packen, weil damit habe ich wirklich nicht gerechnet, dass das so schmeckt, dass das so ist. Nichtsdestotrotz, irgendwann habe ich jetzt auch mal alle mysteriösen Arten und Weisen, Essen zu bestellen, durch. Irgendwann mache ich das so im Handstand, blind oder wie auch immer. Aber danke, dass ihr mit mir die Quarantänezeit überstanden habt. Ich lasse mir weiter schmecken und jetzt geht's wieder richtig rund.